letztes Mal ein wenig auf dem Jahrmarkt gespielt, habe das auch noch weiter betrieben, was man ungefähr an meinem Filar sieht. Habe jetzt aber mal nicht weiter gelevelt, einfach um zu gucken, ob ich mit 26 da schon in der Hauptstory weitermachen kann. Ich glaube nämlich nicht, aber ich habe dieses Mal eine Rüstung, die ich sonst nicht habe. Oh, ich kann weitermachen. Gut, wir sind in Tradern. Ja, was ist denn hier passiert? Sieht ja furchtbar aus. Ach so, würde ich das nicht ausdrücken. Es sieht furchtbar aus, Aska. Irgendwer oder irgendwas hat hier seinen Zorn ausgelassen. Ich weiß auch schon wer. Nein, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, Aska hat recht. Das war bestimmt Aisha. Das werden wir ja sehen. Lass uns hier mal umsehen. Ja, sehr schön. Gegner müssen weg. Eventuell sollte ich Aska ein bisschen Blut zukommen lassen. Das wäre von Vorteil. Aber wir können mal ein paar normale Seelen hier farmen. Heilflasche, nee. Die kann man im Übrigen kaufen. Ich werde das zu einem späteren Zeitpunkt mal zeigen, wo. Aber nicht jetzt. Deswegen halt späterer Zeitpunkt. Das tut mir jetzt so leid hier. Ne, hier nicht. Hier nicht. Woanders dann? Ne, hier unten ist das auch nicht. Ne, hier ist das auch nicht. Wo ist denn das dann? Hier war das. Genau. Hey, hier ist jemand drin. Hallo da drin, komm raus. Ne, ich hab Angst. Angst? Brauchst aber keine Ahnen. Nun komm schon raus. Dann kommt die bestimmt raus. Brauchst aber keine Ahnen. Ach ja? Wieso? Weil wir dich retten wollen, wir keine Monster sind. Weil wir dich retten wollen. Ihr wollt mich retten? Ihr lügt. Ihr wollt mich nicht retten. Ihr wollt mich essen. Essen? Das reicht. Jetzt komm raus. Wir sind wirklich keine Monster. Wieso sollte ich euch das glauben? Ihr seid vielleicht schlaue Zombies. Nein, sind wir nicht. Ehrlich. Ehrlich? Ehrlich. Versprochen? Versprochen. Ehrenwort? Ja, auch Ehrenwort. Dann gebt mir eure Hand. Na schön. Au, verflucht. Man hat mich gebissen. Also gleich reicht's. Lass uns gehen. Warum ist deine Hand so kalt? Draußen ist es kalt. Du doch auch. Draußen ist es kalt. Na schön, ich komm raus. Mach Platz. Na gut, da bin ich. Aha, gut gemacht, Walnar. Ein knackiger Snack könnte jetzt wirklich nicht schaden. Nichts da, Aska. Nein, nichts da, Aska. Wie heißt du denn, Kleiner? Yuffie. Yuffie. Ein schöner Name. Finde ich auch. Final Fantasy? Vielleicht. Was ist hier passiert, Yuffie? Eine böse Frau kam und machte Mama und Papa zu Zombies. Und auch die anderen Stadtbewohner wurden zu Zombies. Eine böse Frau hat das alles getan? Wie sah sie denn aus? Sie hatte blutrote Augen. Und blondes langes Haar. Und ein rosa Kleid. Klingt nach Aisha. Aisha? Meinst du wirklich? Alter, wie viele Frauen laufen mit blonden Haaren, roten Augen und einem rosa Kleid rum und verwüsten einfach mal Städte? Mir fällt nur einer ein. Ich kann es nicht glauben. Beinahe, sieh doch ein. Aisha ist... Ah, hat sich verändert. Sie ist böse. Ich hab Angst. Komm, wir nehmen dich mit in Sicherheit. Das ist doch nicht dein Ernst. Wir haben keine Zeit, um uns um diese Göre zu kümmern. Aber ich habe große Angst. Es hat keinen Zweck, Ölner. Lass sie hier. Yuffie, komm mit. Tut mir leid, Yuffie.
Als ob. Ich nehme die mit. Vergiss es, Fallner. Es geht einfach nicht. Sie würde uns nur behindern. Du bist behindert. Wir sind auf der Jagd nach einem Monster. Da brauchen wir sie nicht. Monster? Ihr wollt... Sehr schön im Übrigen, dass Yuffie und Elaine sehr ähnlich klingen. Ihr wollt zu einem Monster? Ob das so schlau war? Lasst uns gehen. Verflucht bist du skrupellos. Danke. Ich tue, was ich kann. Frauenstimmen kann ich echt schlecht. Punkt, Punkt, Punkt. Ach, Fallner, wir hätten sie auch nicht mitnehmen können. Wir hätten es wenigstens probieren sollen. Was hat sie denn da in der Hand? Einen blauen Stein. Armes kleines Mädchen. Ich habe diese Szene ungefähr 50 Mal auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen versucht. Es ist unmöglich, sie zu retten. Also man kann dieses Mädchen nicht retten. Was ich echt schade finde. Aber ja. Es geht nicht. Also, wenn ihr irgendeine Möglichkeit habt, dann dürft ihr mir die gerne schreiben, aber soweit ich weiß, gibt es keine. Sie lebt nur, wenn ihr sie halt in den Fass drin lasst. Und naja. Nee, also das ist absoluter Bullshit. Achso, im Übrigen, ich habe die Punkte zusammengefahren auf dem Jahrmarkt, so wie ich gesagt habe, mit dem Gerenne, sondern halt Armdrücken gegen Ruckus oder wie er heißt, gegen den Großen, und habe einfach ein Skript geschrieben, der 2 Millionen Mal in der Sekunde auf Enter hämmert. Und den man an- und ausschalten kann. Was ziemlich easy war, dann kann man sich denken. Selbst denken. Das heißt jetzt nicht, dass ich sowas unterstütze. Obwohl, warum nicht? Wenn ihr die technischen Möglichkeiten dazu habt, dann nutzt sowas. Also ich meine, man kann ihn auch so relativ gut besiegen. Vor allem, wenn man beide Hände benutzt und auf dem Nummernblock das Enter auch noch benutzt. Aber, ja. So wie ich es jetzt gemacht habe, dann ging es für mich eigentlich sehr, sehr einfach. Aber es gibt gut Punkte. Hi. Hi. Ein Skelett. Ja, toll. Nichts, was hier Blut hat, ey. Und? Normale Seele? Normale Seele. Was denn auch sonst? Und kommt noch eine normale Seele. Snack. Zieh aufs Herz. Das Skelett steht. Das Blut reicht. Er bedeckt den Boden. Ach, wir rennen da jetzt. 2 Skelette auf einmal. Hab ich eine Angst. Es liegt einfach daran, dass wir im Moment komplett auf Verteidigung sind. Wirklich komplett. So, Snack. Ach komm schon, greif an. Ja, Ziel aufs Herz. Perfekt. 2 normale Seelen, 260 Erfahrung. Ich habe schon stärkere Gegner gehabt.
Problem ist halt, hier dauert das extrem lange. Und vor allem, leider kann man hier nichts einstellen, dass die zaubern sollen. Solange ich das nicht sage. Das geht leider nicht. Nee, Gegenstände. Ich brauche. Nee, sonst ist sie gleich rasend und dann kloppt die einfach nur noch drauf. Achso, eine Sache, die ich später nochmal zeigen werde, wo das genau ist. Man konnte die Sprache der Elsa lernen und mit der Sprache der Elsa kann man dann in Balnars Zimmer direkt neben dem Bett kann man einen Zauber, nämlich der Geister, benutzen. Wenn ihr den benutzt, dann seht ihr Geheimgänge. Was sehr, sehr. Ein Gruft-Zombie. Das ist doch eine Scheiße. Deswegen mag ich so Gruft, weil Zombies und allgemein und allgemein Untote halt nie Blut haben. Moment, ich kann mich doch zur Fledermaus machen. Kostet zwar 20 Blut, aber. Gegenstände. Schmerzmittel. Heilt Krankheit. Kristallkrallen. Ja, da sind wir schon drüber. Das sind nicht die aktuellsten. Ja, treffen tun wir halt im Moment nicht. Die halten nicht aus. Aber leider ist alles halt auf Verteidigung ausgelegt. Unbedingt aufgeschickt. Das wird sich wahrscheinlich noch ändern. Ja. Man hat immer die Schnauze voll von den ganzen random Gegnern. Fähigkeit. Also da seht ihr den Eingang, wie ihr da reinkommt. Boah, warum weichst du denn aus, du Idiot? Okay, wir machen das anders. Wir machen hier Heiligen Sturm und dann ist es vorbei. Eventuell werde ich auf den letzten ziehen sollen, der. Also auf jeweils einen anderen. Komm. Ich möchte jetzt eigentlich ungern Vampirstein dafür opfern. Und ja, mir ist durchaus bewusst. Rodiersäbel haben wir, glaube ich, auch schon hinter uns. Ja, aber schon lange. Aber schon ganz, ganz lange. Das Schöne ist halt, dass meine Waffe hier nichts. Also meine Säbelwaffe bringt hier nichts.
glaube auf. Ich habe gerade noch Gift. Oder war das das? Nee, das war, glaube ich, sogar schon die vorletzte Waffe, die die Giftkrallen waren. So, einmal hier. Blick der Geister. Zweimal Eisstab. Das Problem ist, ich kann halt auch nicht auf Autokampf gehen, weil ich weiß, dass die dann da irgendwie Scheiß machen. Überrascht den Gegner, ja, sehr schön. Dann machen die wenigstens keinen Humbug. Echt nicht. Wir killen die sogar in einer Runde. Naja, keinen Schaden bekommen wir im ganzen Kampf nicht. Ach Gott, jetzt reicht ja auch noch zweimal aus, ey. Das auf 27. Uhu. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass sie nicht mit Fall nah auf. Zeitgleich. Okay. Ich werde es mir jetzt angewöhnen zu fliehen. Mache jetzt noch fertig und dann werde ich anfangen zu fliegen. Wie gesagt, es macht null Sinn im Moment. Außer halt ein bisschen natürlich Farben, Erfahrung und normale Seelen und alles, bla bla bla. Aber ganz ehrlich, das ist mir sowas von egal. Und hier lang. Wir gehen in Schande. Ist mir egal. Blutfiole. Ist doch wohl nicht euer Ernst. Ich weiß gerade nicht, wie ich das Rätsel da unten lösen soll. Ich weiß es nicht. Okay. Keine Ahnung. Ich hätte jetzt alle vier umgelegt, aber offensichtlich brauchte man nur die beiden tief haben. Da war eine Falle. Ich könnte gerade echt kotzen, ey. Sorry. Aber das ist so nervig. Weißt du, in anderen Spielen gibt es da Möglichkeiten. Dann kann man so also einen Schutz sprühen und dann greift einen lange Zeit keiner mehr an. Hier habe ich die Möglichkeit nicht.
Man soll ja angeblich in Fledermausform und in Wolfsform weniger Gegner haben, aber irgendwie ist das hier nicht so ganz der Fall. Zumindest gefühlt. Jetzt einmal an. Ja, ist mir egal, wohin du zielst. Ziel auf deine Nüsse. Ist nicht mal aufgefallen, dass jeder in die Nüsse gehauen wird? So. Ich habe keine Lust mehr. Was soll der Scheiß? Hä? Hier, schaut mal. Da leuchtet wie wild ein Schlüssel. Dieser Schlüssel ist mit Sicherheit magisch, aber warum liegt er hier? Ich habe das Gefühl, dass dieser Schlüssel uns noch irgendwohin weiterbringt. Komm mal her, du Schlüssel. Einen magischen Schlüssel erhalten. Was ist denn jetzt los? Ich wüsste dich auch gerne. Eine Falle. Und mit diesem Cliffhanger beende ich den Part. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, würde mich freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei World Pirates.